einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei Roman am Berg. Wir sind da jetzt auf der slowenischen Seite von Röbeck. Also ich bin heute mal da. Und heute treibt es mich von hier über euer Skigebiet vorbei an der Selenica auf die Vertača. Das ist eigentlich für meinen Geschmack so ziemlich der schönste Gipfel in die Karawanken. Ich wünsche euch viel Spaß und schöne Eindrücke. Und wenn wir da oben sind, schauen wir dann vielleicht noch einmal auf die Bilschitzer. Je nachdem, wie es uns Lust hat. Viel Spaß, kommt mit. Vom Löbel auf den Zug. Der liegt schon ein bisschen zurück. Voll gegen die Sonne. Da vorne oben geht es dann ein Stück rechts im Wald rein und dann da oben über den Sattel drüber. Und dann sind wir auch gleich schon im Skigebiet bei einer bewirtschafteten Hütte. So, jetzt sind wir dann langsam am Sattel herum angekommen. Geht ziemlich gut auf da. Aber man kann einigermaßen flott gehen, weil es ja nur ein Weg ist. Und jetzt werden wir da noch über den Sattel gehen. Dann sind wir im Skigebiet, im ehemaligen. Da oben gibt es dann einen schönen Ausblick vom Löbel, auf den Löbel. So. Herrlich. Da unten steht das Auto. Und so haben wir es gern. Schön schroffig, felsig und ein bisschen grün. Ja. Dann spazieren wir mal da oben rüber. Das kann ich euch gleich sagen. Es wird ziemlich heiß heute. So, jetzt sind wir da. Da werden wir begrüßt auch schon. Ja, servus. So, die erste Zwischenstation. Herrlich. Eine kurze Trinkpause machen und dann geht's gleich weiter. Ja, und neben der Tatscha kann man da entlang zum Hochstuhl gehen und noch viele weitere Routen in den Karawanken. Aber heute gehen wir da auf die zweite Station. Ja, der große Spitz da vor uns, das ist schon die Selenica. Und wenn man den Gipfel gerade lang nach links schaut, sieht man hinten auch schon die Vertača aus der Leichten. Und da gehen wir halt hin. Ja, der Weg führt uns jetzt immer relativ flach an der Bergwand entlang, bis wir dann irgendwann einmal relativ steil rechts auf die Vertača aufsteigen. Dabei kommen wir auf den Sattel vorbei, wo man dann Richtung Bilschitzer Sattel gehen kann und Richtung Hochstuhlchor. Wo wir dann beim Runtergehen vielleicht noch abzweigen werden.
go. Jetzt haben wir so schön langsam direkt unter dem Gipfel der Selenica. An der sind wir gleich bald einmal vorbei. Da sieht man ein schönes Tal runter. Der Weg kurz, etwas felsiger, jetzt gehen wir dann am Chor entlang und dann kommt es wieder ins Grüne und dann steigen wir schon auf wieder Tatsche auf. Hier verzweigt sich der Weg dann nach links in Richtung Hochstuhl K, in so einen Kessel rein vor dem K. Sieht man hier noch nicht, der Hochstuhl wird aber bald im Blickfeld sein. Ja, und rechts gehen wir noch auf die Vertatscha. Jetzt haben wir es nicht mehr so weit. Brauchen nur noch darauf. Schaut, dass sich da vorne auftritt. Mächtiger Hochstuhl. Links davon der Mali-Stuhl, wo die Hütte drauf ist. Bescherenhütte. Davor das Hochstuhl K, wo man da aufspazieren kann. Es gibt natürlich auch den Klettersteig. Das werden wir auch noch am Lang gehen. Der höchste Berg in den Karawanken. Es war auch nicht so besonders hoch, aber das hat ja nichts zu sagen. Da unten sieht man schon den Blädersee. Da ist Bled, kennt man. So, jetzt zählt das mal drauf. Wo die Leute runterkommen, da ist auch schon ein Sattel. Wir kommen halt echt gut voran. Es ist derweil von der Temperatur her noch erträglich. Wie man sieht, wird es ein bisschen felsiger. So, sind wir am Sattel angekommen. Von hier kann man dann absteigen bis zum Pilschitzer Sattel durch das K. Da kann man dann auf die Pilschitzer oder in Richtung Hochstuhl gehen oder auch runter zur Klagenfutterhütte. Folglich kann man auch von der Klagenfutterhütte heraufkommen übers Berntal oder übers Bodental. Alles Touren, auf die ich euch noch mitnehmen werde. Aber heute geht es jetzt erstmal hier rauf. Jetzt freue ich mich schon auf den Gipfel, aber vorher habe ich etwas getrunken.
So, jetzt kommt gleich noch ein kleiner Aussichtspunkt. Und dann geht es zum Endanstieg. Aussichtspunkt ist gut. Eigentlich geht es gleich ins Quarter. Jetzt sind wir es nicht mehr weit. Es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen flacher. Gipfelkreuz in Sicht. Wir haben es gleich geschafft. Dieser Gipfel ist schon ein Wahnsinn. In die Karawanken gibt es keinen schöneren. Bled ist auch komplett sichtbar. Schaut mal, wie weit man da runter sieht nach Slowenien. Da ist also ein kleiner Kessel, geht man zwischendurch. Da sieht man ziemlich oft Leute picknicken und Pause machen. Wenn sie vom Gipfel runterkommen, halten sie sich oft lieber da auf. Ein chilliges Platzl. Nur ausbicht hat man keine, außer man geht ein bisschen laufen. Da wird es ein bisschen alpiner, aber es bleibt alles beim Gehgelände. Alles nichts Wildes. Angekommen. Von hier hat man dann wirklich einen herrlichen Ausblick. Da haben wir Kärnten. Da hinten Slowenien und Bled. Da vorne steht der Hochstuhl noch einmal. Sogar das Gipfelkreuz ist interessanter. Wo hat man schon einmal so ein Picken gesehen? Ja. Und da vorne, da unten, sieht man auch noch die Pilschitzer.
Rechts davon ist der Kosiak. Hochstuhl, Weinersch. Dahinter noch die der Bärensattel und die Bärentaler Kutschner. Und da unten, da wollen wir jetzt auch noch hingehen. Aber jetzt wird erstmal was getrunken. Jetzt sind wir hier noch schnell auf den Zwillingsgipfel von der Vardatscha gegangen. Das ist also ein Doppelgipfel hier. Der ist etwas weniger ausgesetzt. Zwischen den beiden Gipfeln kann man auch gut rasten, wenn man etwas Schatten sucht. Und da haben wir noch einmal den Gipfel. Und von da unten kommen wir her. So, lala. Jetzt sind wir wieder am Sattel angekommen. Besagte Abzweigung. Und da queren wir jetzt das K. Ich glaube, ich werde sogar die Stecken mit rausnehmen. Schaut heute alles sehr los hier aus. Ja, und dann gehen wir dort noch den Bienschützer Sattel auf und natürlich auf die Bienschützer. Safety first, also stecken. Man sieht ja, wie rutschig das da ist. Das ist purer Geröllschutt. Da gibt es keinen festen Halt. So, jetzt sieht man es auch ein bisschen besser, wenn man den Normalweg auf dem Hochstuhl gehen kann, von dieser Seite. Wenn man da vorne vom Bilschitzer Sattel runterkommt, steigt man kurz ab in diesen Kessel und geht das K entlang hinauf bis zu diesen grünen Feldern. Und dann schlängelt sich der Weg das K hinauf. Das ist nicht so angenehm, dann geht man am besten in der Früh an. Ich habe schon viele Leute gesehen, die machen das in der blanken Sonne. Aber dort wirst du überall angestrahlt. Das ist dann alles andere als angenehm. Aber bei dem entsprechenden Wetter ist das trotzdem eine schöne Tour. Das ist der Weg auch durchgängig markiert. Das ist also kein Geheim-Trampelpfad, wo man nicht gehen sollte. Ein markierter Weg. Und jetzt schauen wir schon rauf. Wo wir dann später auch wieder raufgehen müssen, wenn wir zurück wollen. Jetzt haben wir erstmal andere Ziele. So, jetzt sind wir am Bilschitzer Sattel angekommen. Der ist schon da. Ein ziemlicher Blickfang mit dem Kessel. Vorne hebt es sich schon, wenn man da so hinschaut. Da sieht man auch schon das Gipfelkreuz oben. Und da schlängeln sich zwei Wege rauf. Der eine ist etwas mehr ausgesetzt, das ist der linke von den beiden. Den werden wir raufgehen und auf dem rechten dann wieder runter. Dann sind wir beide gegangen. Jetzt spazieren wir noch ein bisschen durch die Latschen dorthin. Latschen, Latschen, überall Latschen. Okay. Hier stehen wir dann auch direkt an der Grenze, da ist die Stein.
Der Wegweiser hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Da unten sieht man die Klangfutterhütte. Man kann jetzt noch absteigen, vielleicht noch auf den Kussjagd rauf. Machen wir heute nicht. Da ist doch leicht seilversichert für diejenigen, die das nicht so gern haben, sei es angemerkt. Aber man kann auch einfach von der Klagenfutterhütte auf den Kussjagd rauf, die sich da vor uns aufbaut. Das ist ein Weg, der jeder gehen kann. Er ist zwar etwas steil, aber das ist so ein Wald- und Wiesenmugel. Und von oben hat man eine herrliche Aussicht nach Klagenfurt. So, jetzt geht's rauf. Jetzt ein Grad vor uns, nicht so schlimm. Und da ist schon ein bisschen Platz. Und da springt man schon erst wieder runter.
So, ein letzter Ausblick noch, bevor es mit dem Abstieg losgeht. Ich werde den Weg wieder zurückgehen, wie ich hergekommen bin. Und es hat wieder das blöde Chor durch, aber das werden wir auch überleben. Jetzt wieder runter Richtung Möbelpass. Das war's dann mit der Tour für heute.